So klang es irgendwann einmal. Im finsteren Neandertal. Inmitten der pelzbepackten Halbprimaten roch man am Spieß das Kalb gar braten, und an den nackten Höhlenwänden malte aus der Gruppe Höhlenmenschen jemand die ersten Wandcartoons über die Vorzüge des Sammlertums. Viel später folgten dann Steintafelstapel und flettrige Papyrusrollen, mühsam handbemalte Unikate mit Ledereinband und Esquollen, aus Federkielspitzen unter Klecksen und Spritzen, Tinten, Tinktursturz, Bächen, Pergamentwüsten, Einschufen, Sprachspaßbad, Oasen, einen blühenden Hain. Es wuchsen Leselampenpflanzen mit glühendem Schein, es gab Kaminfunken, Glühwürmchen und Kübel voll Wein. Und egal ob in Stein, auf Papier und Pergament, man las auf jedem Kontinent von Kriegen der Liebe und Pferden aus Holz, von Drachen und Helden mit merklich viel Stolz, von versunkenen Städten und Bergen aus Gold, von Geboten und Sätzen, die es zu merken sich galt. Und all diese Welten entfalteten sich. Kaum hatte ein flüchtiges Auge diese Zeichen erblickt. Bücher waren Magie und die Schrift war verzaubert, ob aus der Feder eines Mönches oder aus Gutenbergs Bausatz. Und ich weiß noch genau, welches Buch ich als erstes in meinem Zimmer hatte. Das Cover ist heute abgewetzt und schimmert matt, der Titel Raupe nimmersatt. Dieses Stück Poesie, dieser Epos, diese Coming-of-Age-Geschichte über Selbstfindung, Disziplin und Persönlichkeit. Ohne sie konnte ich nicht fröhlich sein, und so lauschte ich tausende Male der Stimme meiner Mutter Klang, und als die Zeichnungen begannen, sich wie durch Zauberei mit Leben zu füllen, reifte in mir ein Durst, der schien sich nur durch das Lesen zu stillen. Klar, ich war erst 4. Und das, was ich lesen nannte, war mehr ein auf die Seiten starren und den zuvor auswendig gelernten Text wiederholen. Aber es fühlte sich fast genauso an. Andere Kinder spielten Fangen, Fußball oder Hau den Loser mit einem Stock. Ich spielte Lesen und bekam dafür meistens einen mit dem Stock. Doch das hielt mich nicht davon ab, mit der Taschenlampe unter Bettdecken zu hocken und in Hogwarts großer Halle auf ein Festessen zu hoffen, mich mit Gänsehautgeschichten auf das Heftigste zu schocken und mit den 3 Fragezeichen zig Verbrecher einzulochen. Seither ist das Rascheln von Papier mein steter Begleiter, und solange geschrieben wird, lese ich auch noch weiter. Es gibt kein sich satt gelesen haben oder ausgeschmökert sein, keine Dünnschrift, die Harö und kein Serifenfieber, nein. Ich spreche von Geschichten, in denen du dich wiederentdeckst, wenn ein freudiger Schauder deine Glieder durchsetzt. Wenn du an Figuren denkst, als wären sie real und nicht bloß Buchstabensequenzen auf Papier in deinem Regal. Wenn die Welt um dich verstummt und du erst wieder aufschaust, tauchen erste Sonnenstrahlen draußen vor deinem Haus auf. Doch seit kurzer Zeit suchen mich Albträume heim. Denn im Bus, in der Bahn und in der Stadt allgemein trifft man Menschen, die drücken mit ihrem Finger auf eine Art Glasscheibe ein. In meinem Traum betrete ich eine Bibliothek. Da stehen Regalwolkenkratzer aus Eichen gezimmert und erstrecken sich über die ganze Weite des Zimmers. Massiv und gigantisches packt einen der Schwindel, doch das Einzige, was drinsteht, ist ein einsamer Kindle. Wo man früher mit dem Finger über Buchrücken fuhr und Staub von Folianten blies, sitzen Kinder bald und drücken nur »Das geht ja gar nicht an, wie mies!« Und in meinen Horrorvisionen fliegen Kampfbataillonen von Amazon-Drohnen über ganze Nationen und werfen Bücher von Charlotte Roche ab. Doch wenn ich dann aufwach, mit panikheischendem Blick, den Kopf auf den Seiten von gestern und den Speichel wegwisch, dann ist alles nur noch halb so wild. Klar, die Zeit dreht sich weiter. Doch solange der frische Buchgeruch in Nasenhaaren kitzelt, man Gedanken per Notizen an die Seitenränder kritzelt, Kaffee oder andere Flecken zwischen Absätzen findet, glaube ich nicht, dass das Buch so ohne weiteres verschwindet. Hallo, ich bin Fabian und ich bin ein Bücherwurm, der seit Jahren gerne lesend in seinem Zimmer sitzt. Aber satt bin ich noch immer nicht.